Zimmer 511 im Story Hotel in Riddargatan. Klingt ein bisschen wie IKEA Smallland, aber lasst uns hier in Stockholm schauen, auf dieser kleinen Roomtour, wie das Zimmer wirklich aussieht. Es ist übrigens eine Suite. So wurde es mir versprochen. So, als erstes gehen wir dann im Zimmer nach rechts. Ich glaube, von eurer Seite aus ist das irgendwie links. Da kommt nämlich das Schlafzimmer und neben mir steht die Bar. Ja, ganz genau. Machen wir einfach mal auf. Gucken wir mal, was sich da drin versteckt. Neben den Gläsern unten zwei Bademäntel und dem Safe auf der anderen Seite. Ich hatte die Bar noch versprochen. Wo ist die Bar? Ja, hier ist die Bar und die ist mit Wasser gefüllt. Ansonsten ist da nichts. Das ist inkludiert, ist ein gebrandetes Wasser. Also insofern, dafür ist gesorgt. Ja, stellen wir hier mal wieder ab, dann geht es weiter. Da haben wir eine Kaffeemaschine. Ist das ein Espresso? Ich weiß nicht, ich setze mich mal kurz. Das ist ein Espresso. Die kleinen Espresso-Maschine-Kapseln sind da. Ich weiß nicht, wer sich auskennt, kann an der Farbe schon erkennen, welchen es gibt. Also insofern gibt es auch zwei Tasten. Ach, erstmal den Ausblick genießen. Ich lasse euch mal an dem Ausblick teilhaben. Da seht ihr dann das Bett und die Industrial Wall, also im Prinzip die Tapete, die da sehr spärlich verbaut wurde. Aber nun gut, anscheinend gibt es aber trotzdem Lichtleiste oben drüber. Das Bett ist ein King-Size-Bett. Machen wir ein bisschen gerade. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht aus dem Bett heraus, dann drehen wir uns doch einfach mal um. Ich setze mich mal auf das Bett und dann seht ihr, so ist der Blick aus dem Bett. Weiß ich jetzt nicht, ob das überzeugt. Aber okay, man kann aufs Nachbarhaus schauen. Vorhang ein bisschen zur Seite ziehen. Dann seht ihr ein, ja, sieht aus wie ein Bürogebäude. Dann haben wir hier die Terrasse mit einem Hightech-Schloss. Oh, wie geht das denn? Da muss man einfach ziehen. Dann gehen wir mal wieder raus. Nass ist es auch. Aschenbecher, Tisch, Stühle. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt, wie hoch wir sind. Wir sind ja im fünften Stock. Das ist die Seitenstraße. Da schauen wir auf die Hauptstraße. Und da nochmal auf eine Seitenstraße. Aber lass uns reingehen, es ist kalt. Ja, lass uns reingehen. Wieder ins Schlafzimmer. Bringt sehr schönes Laminat auf den Boden. Da gibt es sehr viel. Und Fernseher ist auch da. Ich würde jetzt schätzen, sind das 46 Zoll? Also ich würde 46 Zoll schätzen, wirkt jetzt ein bisschen kleiner als es ist. Auch hier Kunst auf der Seite und wieder die bekannt berüchtigte Industrial Wall. Dann geht das hier ins Schlafgemach Nummer 2. Warum? Weil das ein Ausziehsofa ist. Ich werde das jetzt nicht ausziehen. Oder soll ich das mal ausziehen? Schauen wir gleich mal. Und hier auch ein Welcome-Letter. Das ist ja mal geil. Und ein für Zimmer 511 100 Schweizer Kronen, hätte ich fast gesagt. Swedish Crowns Gutschein. Also insofern können wir heute Abend vielleicht noch mal trinken gehen. Schauen wir mal, da ein paar Impressionen. Noch mal einen Sitz, dann machen wir einen kleinen Test. Auch schön, auch bequem. Nochmal ein Fernseher, derselbe Fernseher, nochmal von Philips. Also insofern haben wir zwei Fernseher hier. Und ich sehe, hier ist noch ein Balkon. Ja, dann lass uns nochmal schauen, was hier ist. Derselbe Hightech.
Öffnungsmechanismus. Und dann gehen wir einfach mal wieder raus. Auch hier zwei Sitzlängenheiten. Boah, das ist ein bisschen. Und dann schauen wir auch mal raus. Ja, das ist die Hauptstraße. Ich nehme euch mal über die Brüstung mit. Da unten ist der Eingang. Und wir haben hier auch noch einen Eckenblick. Den will ich euch nicht vorenthalten. Hier gibt es auch noch mal so eine tote Ecke. Also insofern. Also draußen gibt es genug Möglichkeiten, sich zu sonnen, wenn Sonne scheinen würde und wenn es mal warm wäre. Und jetzt ganz schnell wieder die Tür zumachen. Sie zu. Interessante Konstruktion mit dem Drehen. Also insofern schauen wir mal. Der Ofen und schon sind wir wieder am Eingang. Jetzt sagt ihr, hat die Bude kein Badezimmer? Ja, das habe ich euch vorenthalten. Nur noch die Tür zumachen von der Minibar. Und dann machen wir mal die Tür auf vom Badezimmer. Geht direkt hier rein. Oh, hier ist es schön kuschelig warm. Fußbodenheizung. Toilette, Badewanne. Dann die Spiegel. Und dann haben wir hier auch schon wieder, eine Dusche, ne? Ja, mit viel Dusche und Shampoo, Conditioner und Bodywash. Duschkopf. Ablauf, schauen wir einfach mal. Ach. Wir haben auch zwei Waschbecken. Das eine Waschbecken hat sinnigerweise Fische drin. Und das andere ist so ein bisschen Emaille rustikal. Wer es mag, sieht ein bisschen belgisch aus. Ich weiß nicht, ob es schwedisch ist. Und natürlich Corona angepasst. Die wichtigen Desinfektionstücher. Handtücher haben wir auch. Die hängen hier auf so eine Art, ist das warm? Nein, ist nicht warm, ist einfach nur ein Handtuchhalter. Und wir haben am Waschbecken natürlich Lotion und Handwash. Aber Bodylotion? Wieso am Waschbecken Bodylotion? Ich dachte, das wäre Creme. Aber nun gut, schauen wir einfach mal. Und dann sagt ihr, ist das schon alles gewesen? Zwei Balkone, so ist das richtig. Ein Schlafzimmer, zwei Fernseher und dann logischerweise, vielleicht gibt es noch ein Gästeklo, weil es ja eine Suite ist. Ja, es gibt ein Gästeklo. Das versteckt sich hier. Und natürlich das versprochene Gästeklo, das haben wir auch. Machen wir einfach mal die Tür auf, die Sonne brennt schon und dann gehen wir einfach mal direkt rein, damit ihr das seht. Dann seht ihr auch mal die Kamera. Aber schwenken wir einmal rum. Nochmal ein Spiegel. Sehr viele Spiegel sind hier. Das Waschbecken auch wieder sehr artsy. Spiegel. Komm, ich bin ohne für Spiegel. Und lustigerweise hier auch wieder Bodywash und Bodylotion. Also insofern ist dafür gesorgt und ganz, ganz wichtig, wie immer die Handdesinfektion. Also insofern ein, ja, sagen wir einfach mal ein geräumiges Gästeklo. Wenn ihr hier Leute empfangen wollt, kann ich es nur empfehlen. Ja, schade, dass beim Feuerplace kein Feuer ist, aber das ist wohl schon, ja, zugebaut worden. Vielleicht hätten die einen Bildschirm hinmachen sollen, der einfach so den Kanal zeigt. Auf YouTube gibt es das ja auch. Also insofern hier ein Hinweis an die Geschäftsleitung, macht doch einfach ein Bildschirm mit Feuer. Ja, das war auch schon die kleine Roomtour heute von der 511 und ich schmeiß euch jetzt raus. Also, bis dann, ciao.
Welcome to the ground floor. The bar is located to the left. Hi there. Schnell rechts abgebogen in den Frühstücksraum rein. Am frühen Morgen, der ist da, wo abends das asiatische Restaurant ist. Wir hatten da übrigens auch den Stammtisch. Zu essen gibt es wie immer in Schweden Lachs, aber auch die Lachspaste. Dann gibt es Eier auch oben drüber. Ich habe das gar nicht gezeigt. Eier in warm, Grapefruits, Melonen, Ananas, also alles, was das Herz begehrt. Aber auch Tomaten, Gurken und natürlich Aufschnitt ist für gesorgt. Brot, mein Leibgericht, gibt es in verschiedenen Formen. Drei verschiedene Stück habe ich gesehen. Und selber schneiden, damit kann man die Dicke und alles selber bestimmen. Wer sagt, ich möchte eher so ein bisschen die Kellogg's-Fraktion beglücken, der hat das natürlich auch im Angebot. Glutenfreies Brot gibt es auch, weit weg von allem, was Gluten hat. Streichkäse und natürlich auch verschiedenste Milchsorten, die frei von Milch sind. Nach dem Frühstück ging es natürlich wieder in die Lillidamm Suite, so hieß die Suite. Ihr wollt jetzt wissen, was es kostet. Ich meine, ich hätte 218 Euro für ein Standardzimmer bezahlt. Die Lillidamm Suite kostet über 400 zu dem Zeitpunkt. Jetzt, wenn man einfach mal schaut, fängt es im Moment im März an für 118 Euro mit einem Single-Bedroom. Und was gibt es dazu zu sagen? Natürlich, der Preis ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn natürlich High Season kommt, dann kostet das Ganze wesentlich mehr. Wenn ihr das Ganze auf Punkte übernehmen wollt, wenn ihr zum Beispiel eine Standard-Suite Free Night haben wollt, dann kostet das 13.000 Punkte oder aber 8.000 Punkte mit der normalen Punkte-Rate. Aber denkt dran, Hyatt ändert das bald. Warum? Gibt High Season, Medium Season oder Standard Season und dann High Season. Wie bin ich vom Bahnhof gekommen? Ich bin einfach vom Bahnhof, die 2 Kilometer knapp sind, zu Fuß gelaufen. Ansonsten könnt ihr natürlich ein Taxi nehmen, mit der U-Bahn nehmen und drumherum gibt es viele, viele Möglichkeiten des Shoppings. Louis Vuitton habe ich vom Fenster aus gesehen. Ja doch, habe ich gesehen. Bei Kultur ist Lars raus, aber wer in Stockholm ist, war nicht in Stockholm, wenn er nicht das Vasa-Museum besucht hat und sich das Schiff angeschaut hat, was jahrhundertelang im Eis gelegen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ihr wisst ja selber, bei Kultur bin ich nicht ganz so vorne mit dabei, aber es ist trotzdem imposant zu sehen. Wer auf Kultur steht, aber kein Geld ausgeben möchte, kann in Stockholm natürlich auch auf seine Kosten kommen und geht zum Schloss und sieht es sich von außen an. Wenn ihr aber rein wollt, müsst ihr ein Ticket kaufen. Da solltet ihr darauf achten, dass das Ticket nur für das Schloss ist. Oder aber wenn ihr ein Kombinationsticket haben wollt, dann solltet ihr natürlich das richtige Kombinationsticket kaufen. Es ist ein Barockschloss, welches abgebrannt ist 1697. Ich hoffe, dass ich die Jahreszahl richtig habe. Und man kann dort auch übernachten, aber nicht auf Meilenpunkte und Status, auf Staatsbesuch. Die Queen hat es zum Beispiel gemacht. Auch eine Info, wenn Staatsbesuch ist, könnt ihr es natürlich nicht besuchen. Ihr wollt ja auch nicht, dass jemand bei euch durchs Wohnzimmer läuft, wenn ihr zu Hause seid. Der Eisring, eine der Attraktionen jedes Jahr und natürlich zu Weihnachten den Weihnachtsmarkt nicht zu vergessen. Ja, das war der Aufenthalt im Story Hotel hier in Stockholm. Erstmal gucken, dass ich nicht überfahren werde. Einige Sachen wollte ich noch erwähnen für euch. Und zwar ganz klar einmal, es gab natürlich einen Safe, den habe ich jetzt leergeräumt, nachdem ich da weggegangen bin. Des Weiteren, wenn wir uns das Bett anschauen, was in meinen Augen zu weich war, dann müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen, das ist ein persönliches Empfinden. Für den einen ist es zu weich, für den anderen ist es hart. Was fiel mir noch auf? Es gab keinen Schrank. Es gab so ein Hängeding und da waren zwar viele Hänger dran. Hängeding mit Hänger macht Sinn, glaube ich, ja. Aber irgendwie so Unterwäsche oder sowas, oder T-Shirts konnte man nicht wirklich irgendwo weglegen, wie man das von zu Hause kennt. Wer also mit mehr Leuten mehrere Tage da ist, der hat da echt Stress oder lebt ein bisschen in Unordnung aus dem Koffer heraus. Steckdosen neben dem Bett, sollte ich auch noch erwähnen. Und ich sollte mal erwähnen, ob ich wiederkomme. Ja, ganz genau. Ja, also ich bin jetzt zum zweiten Mal im Hotel gewesen. Innerhalb
von 4 Wochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr, sehr gut. Ist ein Jour de Vivre, also JDV. Gibt euch also auch bei Hyatt dann nochmal eine weitere Gruppe. Ihr wisst ja, wenn ihr bei 5 verschiedenen Marken übernachtet habt bei Hyatt, gibt es ein 1-4 Certificate für eine Freinacht. Das sollte man immer im Kopf behalten. Habe ich immer schon beantwortet, ob ich wiederkomme? Ja, habe ich ja beantwortet, indem ich gesagt habe, ich war schon wiedergekommen. Also insofern, sehr schönes Hotel, von der Lage her sehr schön. Wetter in Stockholm hat uns ein bisschen verwöhnt mit Sonnenschein, aber am Samstag gab es so ein bisschen slushy Schnee, aber auch das wieder kein Problem vom Hotel, kann man so sagen. Was soll ich noch sagen? Es war hübsch. Ja, es war hübsch, aber jetzt muss ich zum Flughafen. Also, wenn ihr Fragen habt, kommentieren.